Machen wir es jetzt ganz konkret, wie programmiert man in Python? Und da laufen wir jetzt einfach so verschiedene Schritte durch, also so verschiedene Sprachelemente, die ich Ihnen jetzt so nach und nach beibringe. Ich hoffe, dass das irgendwie eine sinnvolle Reihenfolge ist. Manchmal muss man dann so ein Tutorial auch nochmal ein zweites Mal durchgehen und sieht, auf Seite 17 wurde schon die Information von Slide 25 benutzt oder sowas, das kann immer passieren. Und ich führe Ihnen das jetzt hier dann auch live vor natürlich und programmiere so ein bisschen für Sie rum. Also, let's try it. So, ich schalte jetzt mal um, weil das ist irgendwie schöner, wenn man direkt tippt. Das ist jetzt so eine Jupyter-Oberfläche, die Sie dann auch sehen würden, wenn Sie sich ins Sim einloggen. Ja, diese läuft jetzt allerdings lokal bei mir. Da erzeugen wir uns jetzt hier ein neues Python 3 Notebook. Das ist dieses hier. Und schon blinkt der Cursor. Ja, und ein blinkender Cursor, wissen Sie, das ist so eine Stelle, wo ich jetzt was reintippen kann. Zunächst mal sehen wir hier so eine grüne Zelle. Das ist jetzt also was, wo ich Programmcode eintippen kann. Und machen wir das einfach mal. Was hatten wir? 3 plus 5 gleich. Ja, nicht da oben. Der Cursor blinkt, aber so, jetzt habe ich die Aufmerksamkeit auch. 3 plus 5 gleich. Vielleicht mache ich das hier nochmal, dass wir mehr Platz haben. Wie kann ich diese Sachen hier, diese Favorites kommen alle weg. Ah, so ist schon okay. 3 plus 5 gleich. Habe ich jetzt eingetippt und nichts passiert. Ne? Beim Taschenrechner wurde das Programm ja ausgeführt, nachdem ich gleich gedrückt habe. Das ist jetzt hier anders. Ja? Hier habe ich jetzt was eingetippt und das ist das Programm. Und jetzt muss ich der Webseite noch sagen, bitte ausführen. Okay, und das geht so, dass man Shift Return drückt. Okay, und das Shift Return, das erkläre ich Ihnen einmal, weil das ist essentiell, dass Sie das verstehen. Das sieht so aus, ja, Shift Return. Und jetzt sagen Sie natürlich, oh, der erklärt jetzt da hier jede Mini-Sache. Die war jetzt einfach zu erklären, deswegen ist es da. Und wenn Sie das nicht verstehen, dann hängen Sie da ziemlich rum und Sie können nichts machen. Ja, Sie müssen also diesen Code mit Shift Return, wird das Ding also ausgeführt. Warum machen die das so? Warum machen die nicht einfach Return oder sowas? Zeige ich Ihnen, woran das liegt, warum man nicht einfach Return macht. Der Grund ist, klicken wir noch mal rein, wenn ich jetzt hier oben Return mache, bekomme ich eine zweite Zeile. Okay, und da kann ich halt noch mehr Kram eintippen. Ich kann also hier ganz viele Zeilen hier füllen mit irgendwelchen Sachen und die dann alle auf einen Schlag ausführen. Okay, gut. Jetzt war das mit dem 3 plus 5 gleich, hat ja nicht geklappt. Woran sehe ich das? Na gut, da gibt es hier so eine Fehlermeldung, die man dann nicht versteht als Laie, da irgendwelche komischen Zeichen. Aber Syntax-Error, das hört sich irgendwie plausibel an, irgendwie Syntaxfehler. Und zwar an dieser Stelle ist es irgendwie komisch. Ich sage Ihnen, wie es richtig ist. Sie müssen das Gleichheitszeichen weglassen. Das Gleichheitszeichen am Taschenrechner war ja so eine Art Befehl, um zu sagen, so jetzt rechne dann mal. Ich habe dir die 3 gesagt, ich habe dir die 5 gesagt, ich habe das Pluszeichen dir gegeben. Jetzt rechne bitte mal aus. Und das ist jetzt unser Shift-Return. Ja, also wenn ich jetzt Shift-Return mache, zack, funktioniert das sofort. Und das ist jetzt ganz schön in dieser Jupyter Notebook-Style. Ich habe jetzt hier also den Input in dieser Box und als nächstes habe ich hier den Output. Und die Sachen werden dann auch noch durchnummeriert alle. Dann sehe ich also, in welcher Reihenfolge ich das Ganze jetzt ausgeführt habe. Okay, und schauen wir mal, ob ich ungefähr das gemacht habe, was auf den Slides stand. Ja, das war der erste Fehler und der zweite Fehler. Ja, da steht also alles das drauf, was ich jetzt auch vorgeführt habe, mit ähnlichen Zahlen. Haben Sie eine Frage? Wenn man das Shift-Return macht, noch was weiteres, in dem Fall bei Jupyter, nämlich es erstellt noch eine neue Zelle und springt in diese neue Zelle, falls es eine vorhanden ist. Korrekt, ja, da haben Sie natürlich völlig richtig, da höre ich schon, da gibt es schon Profis unter Ihnen sozusagen, das habe ich jetzt mal alles weggelassen. Es ist ja auch passiert, wir machen einfach nochmal hier sowas, ich tippe das einfach nochmal ein, ups, das wollte ich jetzt gar nicht, es muss Code sein, so, also. Wenn ich das jetzt hier nochmal mache und wieder, jetzt achten wir genau, was passiert bei Shift Return. Zack, also er führt es aus und erzeugt mir eine neue Zelle. Völlig richtig. Und da gibt es natürlich noch andere Befehle, die Sie tippen können, sodass keine neue Zelle erzeugt wird und. Aber wir lassen es einfach. Wir drücken immer Shift Return. Das ist erstmal am einfachsten. Ja? Wenn Sie dann Power-User werden, dann können Sie sich die Hilfe anschauen und da gibt es noch ganz viele andere Sachen, die Sie tippen könnten. Okay? Gut, also wir haben jetzt unser erstes Programm geschrieben. Ja, das ist zwar noch nicht viel mehr, als wir schon mit dem Taschenrechner konnten, aber wir sehen, wir haben hier einen schönen Taschenrechner, mit dem macht das so richtig Spaß, da kann ich lange Zahlen eintippen und kann dann auch sagen, oh, die 9 in der Mitte, die war leider falsch, die ändere ich nochmal eben und schicke das Programm dann ab und dann wird brav ausgerechnet. Ja, das ist also eine Art Taschenrechner, wo ich erst alles aufschreibe und dann am Ende sage, jetzt mal ausführen. Okay, gut, soweit so gut, das war die erste Lektion, Shift Return, das müssen Sie sich merken da an der Stelle. Ja.
Wie sieht es mit Multiline-Input aus? Haben wir gerade schon gesehen. Was passiert denn, wenn ich da mehrere Zeilen eintippe? Wir probieren das aus. Das da oben lasse ich einfach stehen. Ich mache eine neue Zelle. Also machen wir mal 3 plus 2 und tippen hier noch 7 plus 10 ein. So, jetzt würde man ja erwarten, dass er jetzt alles schön ausrechnet. Macht der Computer auch. Der rechnet tatsächlich mir die 3 plus 2 aus, aber gibt sie nicht raus. Und er gibt mir auch die 7 plus 10, rechnet er auch aus, und die wird ausgegeben. Das heißt, wir sehen jetzt hier, wenn wir mehrere Zeilen haben, dann wird sozusagen nur das Ergebnis der letzten Zeile wird ausgegeben. Die anderen Zwischenergebnisse werden jetzt hier nicht ausgegeben. Ja? Wenn man das möchte, dass man die Sachen da auch sieht, dann muss man einen Befehl dahin schreiben. Dann schreibt man print dahin. Ja? Und dann sagt man print 7 plus 2, und dann können wir das hier nochmal so lassen. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir, dass er sozusagen die 3 plus 2 ausgerechnet hat, und er hat noch den Befehl print ausgeführt. Das ist jetzt unser erster Befehl, der jetzt, sagen wir mal, über den Taschenrechner hinausgeht. Ja? Das heißt also, damit kann ich jetzt also das dann ausgeben lassen, was so zwischendurch da ist. Ich kann also hier auch eine ganze Sequenz machen von Sachen, print, was weiß ich, 17 mal 42. Und hier kann ich auch einen Printer vorschreiben. Schauen wir, was passiert. Und dann sehen wir, dass er das alles ausgibt. Wir sehen jetzt beim Print 7 plus 10, da wird jetzt nur diese 17 ausgegeben, aber es gibt keinen Rückgabewert mehr. Das heißt also, die Funktion Print hat selbst keinen Rückgabewert. Da ist jetzt also nichts, was noch geoutputtet werden müsste oder sowas. Ja? Aber das kriegen Sie durch Rumspielen rum und raus. Und ich möchte Ihnen auch also Sie damit motivieren, dass ich das Ihnen hier so vorführe, ja, dass man einfach damit rumprobiert, und dann kriegt man das raus. Ja, wenn Sie jetzt Spock heißen würden, dann würden Sie sich das Handbuch nehmen für Python. Sie lesen sich das von der ersten bis zur letzten Seite durch und können bei einer Firma anfangen als Programmierer. Ja. Aber wir funktionieren meistens anders. Man muss rumspielen, ausprobieren, Trial and Error, und dann verstärken sich die Sachen, die funktioniert haben. Ja. Irgendwann werden Sie Shift Return, werden Sie behalten. Oder Sie schauen sich nochmal meine dreckige Tastatur an. Da können Sie nochmal nachschlagen, wie das aussieht. Gut, prima. Das ist, glaube ich, auch ungefähr das, was ich hier auf dem Slide stehen habe. Ja, mit der Observation, dass das nicht da ist. Das heißt, die Slides sind jetzt ein bisschen redundant. Da können Sie das zu Hause nochmal abtippen und selber ausprobieren oder nochmal was nachschlagen. Gut. Hello World. Was soll jetzt dies mit dem Hello World? Das ist typischerweise so ein Computerprogramm, was man am Anfang irgendwie mal schreibt. Man will den Computer irgendwie dazu bringen, dass er erstmal Hallo sagt. Ja? Und wenn man das geschafft hat, dann hat man schon ziemlich viele Hürden übersprungen. Ja? Um das jetzt hier zu schaffen, muss man immerhin schon mal wissen, dass man Shift Return drücken muss. Und wir wissen jetzt ja auch schon, dass wir dieses Print-Statement haben, um irgendwas auszugeben. Das heißt, probieren wir es einfach mal, ob wir das gleich hinkriegen. Also wir sagen jetzt einfach hier Print Hello World. Ups, auch noch falsch getippt. Mal sehen, ob das der Fehler war. Nein, das war jetzt nicht der Fehler. Da gibt es wieder eine Fehlermeldung. Ja? Und ich zeige Ihnen diese ganzen Fehlermeldungen auch, weil Sie werden wahrscheinlich von dem Kram, den Sie eintippen, da werden Sie pausenlos Fehlermeldungen sehen sozusagen. Das ist also das normale Vorgehen, dass Sie eine Fehlermeldung sehen und Ihre Sache dann reparieren, bis die Fehlermeldungen weg sind. So, was ist jetzt hier falsch? Naja, das ist jetzt, Hello World ist jetzt so also eine Zeichenkette. Bisher hatten wir ja nur sowas wie Zahlen da stehen, und die konnte man so direkt eintippen und damit auch schon rumrechnen. Bei Zeichenketten ist es jetzt ein bisschen anders, weil das Problem könnte ja sein, dass Hello ist vielleicht ein Befehl oder irgendwie sowas. Ja, und jetzt weiß ja dieses Python gar nicht, dass Hello soll jetzt eine Zeichenkette sein. Das soll also die Botschaft sein, die wir da rüber schicken. Und wenn wir das mit einer als Zeichenkette haben wollen, dann müssen wir das in Anführungsstriche schreiben. Ja? Und Sie sehen dieses Color Coding hier, das funktioniert automatisch in dem Jupyter. Der hat das jetzt irgendwie erkannt, dass das jetzt was anderes ist, dass das nicht mehr ein Befehl ist, sondern dass das jetzt eine Zeichenkette ist. Ja, und solche Zeichenketten, die schreibt man halt in diese Double Quotes. Das heißt, wenn also so ein Anführungszeichen kommt, dann weiß dieser Python-Interpreter jetzt, ja, jetzt kommen irgendwelche Zeichen, die haben nichts mit Python zu tun, das ist irgendeine Zeichenkette, ja, die Menschen gut lesen können, sowas wie Hallo Welt oder sowas. Und wann ist die Zeichenkette zu Ende? Da mache ich wieder Anführungsstriche und fertig ist das. Das heißt jetzt, diese Anführungsstriche, Komma, Hello World, Anführungsstriche ist sowas wie eine 17 oder sowas wie eine 123, wie eine Zahl. Aber halt eine Zeichenkette. Keine Zahlen, sondern eine Zeichenkette. So, das füllen wir jetzt aus. Super. Und damit haben wir Hello World endlich auf dem Bildschirm stehen. Ja? Wir hätten es auch noch einfacher machen können. Wir hätten auch direkt hier Hello World in eine Zeichenkette reinschreiben können. Weil der Rückgabewert jetzt von dieser Zeichenkette ist die Zeichenkette selber. Ja?
Machen wir das, dann kommt als Output also raus Hello World. Ja? Komischerweise macht der jetzt hier einzelne Anführungsstriche und nicht mehr diese Double Quotes, sondern nur noch die Single Quotes. Und es ist tatsächlich so, dass das in Python egal ist, ob ich das jetzt so mache, mit Double Quotes oder mit Single Quotes. Ja? Ich sage Ihnen auch sofort, warum das irgendwie geschickt ist. Ja, weil es gibt ja Sachen, wo ich jetzt den Single Quote brauche. Ja? I'm still quite hungry. Ja? So. Dann, wenn man sozusagen so ein Single Quote haben will, dann nimmt man besser die Double Quotes. Ja, und wenn man Double Quotes haben will in seinem String, dann nimmt man halt die Single Quotes. Da sind noch Subtilitäten, da sind noch Unterschiede, die noch detaillierter sind zwischen diesen Dingen. Aber im Prinzip kann man den einen oder die anderen benutzen erstmal für die Sachen, die wir machen wollen. Bis sie in eine Fehlermeldung reinrennen und dann müssen sie nachlesen, warum es nicht geht. Ja? Oder versuchen erst die andere und es funktioniert. Gut, soweit zum Hello World Programm. Schauen wir mal, das ist auch ungefähr das, was ich Ihnen hier vorführe. Genau. Wunderbar, ja, das funktioniert also. Text muss also in Anführungsstrichen C stehen, ja, und so einfacher Text nennt man als Informatiker String oder auf Deutsch würden wir sagen Zeichenkette, eine Kette von Zeichen. Ja, und dieser Begriff Zeichenkette, der betont so ein bisschen, dass diese Zeichenkette für den Computer gar keine Bedeutung hat. Das ist nur eine Folge von Zeichen. Ja. Das wird also gar nicht hinterfragt oder interpretiert vom Computer, sondern da kann irgendwas drinstehen. Und da stehen natürlich meistens die Sachen drin fürs User Interface, ja. Irgendwie sowas wie, hallo, schön, dass du wieder da bist und mit mir programmieren willst oder sowas, könnte der Computer einem vorgaukeln. Wenn man so ein Programm schreiben will, dann schreibt man das mit Print, Anführungsstriche, hallo und so weiter, Anführungsstriche. Und das ist eigentlich, hat das für den Computer keine Bedeutung. Aber wenn das Computerprogramm diese Nachricht im richtigen Moment abschickt und der Programmierer sich das genau überlegt hat sozusagen, dann macht das die User Experience so ein bisschen schöner. Kommen wir zu Kommentaren. Kommentare, ja, interessant. Das ist jetzt was, wo man was ins Programm reinschreiben kann, was dann vom Programm ignoriert wird. Okay? Das ist also ein Mechanismus in der Programmiersprache, um dort Sachen reinzuschreiben, die ignoriert werden. Ja, und ich zeige Ihnen direkt, wie das funktioniert. Das sind alle Sachen, die hinter so einem Hashtag kommen. Ja, und der Hashtag, man macht typischerweise noch eine Leerstelle dahinter. Das ist jetzt also nicht Twitter, sondern man macht da noch eine Leerstelle hinter. Und da kann man dann hinterschreiben, this is a comment. Oder irgendwas anderes. Schauen wir mal nach, was passiert, wenn ich das ausführe. Ja, da passiert gar nichts. Da passiert genau das Gleiche, als wenn ich die leere Zelle nehmen würde. Ja, nicht exakt das Gleiche, aber ungefähr das Gleiche. Das heißt also, diese Kommentare, die werden einfach ignoriert. Ich könnte auch sowas machen wie 17 mal 42 und dahinter jetzt noch einen Kommentar schreiben. Also Kommentare funktionieren so, ab diesem Hashtag wird alles ignoriert, was dahinter steht. Okay, das ist also hier Product. So. Und warum ist das irgendwie schlau? Naja, mit diesen Kommentaren können Sie Ihren Code dokumentieren. Ja, Sie schreiben halt diesen Python-Code, aber haben vielleicht stundenlang jetzt nachgeguckt und einen Befehl rausgefunden und freuen sich, dass Sie ihn haben. Dann sollten Sie nicht einfach nur den Code irgendwie benutzen für Ihr Problem, sondern schreiben Sie sich in Ihren Kommentar rein, wo Sie nochmal nachschlagen können, wenn Sie wieder vergessen haben, was es also bedeutet. Ja, das ist also so eine Art Form von Kommunikation an sich selber auch. Ja? Oder für Ihre Kollegen sozusagen. Sie schreiben den Code, ja, und jemand anders möchte Ihre Lösung abschreiben. Dann ist es ja viel praktischer, wenn man die Kommentare da drin hat. Ja, aber dann kann man halt irgendwie auch verstehen, was der andere jetzt wollte mit der Sache. Und wie gesagt, für einen selber in 5 Minuten, weil in 5 Minuten haben Sie unter Umständen vergessen, wo Sie diese Super-Duper-Konstruktion herhaben oder wo Sie es abgeschrieben haben. Oder in 5 Jahren. Ja, das heißt also, man kommuniziert, wenn man programmiert, eigentlich natürlich mit dem Computer und will dem Computer sagen, was er tun soll, aber man kommuniziert auch mit sich selber und mit anderen Menschen. Ja? Also man sollte das auch dokumentieren, was da ist. Ja? Gut. Whitespace. Whitespace ist auch sowas, was ignoriert wird in Python. Was ist Whitespace? Das ist sowas wie, ich könnte jetzt diese 17 mal 42 so ganz eng zusammenschreiben, ja, und ausführen. Funktioniert. Ich kann aber auch hier irgendwelche Leerstellen reinmachen. Ja, so ganz viel Whitespace. Funktioniert das immer noch?
Ja, das ist also dem Computer egal, dieser Whitespace in Python. Aber da gibt es auch wieder Subtilitäten, zu denen wir noch kommen werden. Ja, am Anfang der Zeile muss man mit seinem Whitespace in Python so ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, das hier funktioniert auch noch. Aber am Anfang der Zeile hat der Whitespace eine besondere Bedeutung in Python, wie wir sehen werden. Ja, aber erstmal kann man sagen, man kann sich den Code so schreiben, dass er gut aussieht. Ja, ich persönlich finde das zum Beispiel hübsch, wenn man so schreibt, 17 Leerstelle, 42, ja, wenn das alles so eng beieinander ist, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Oder womöglich, machen wir es mal so, irgendwie sowas Komisches, dann würde man jetzt ja denken, wenn man das jetzt sieht als Mensch, dass man zuerst 42 plus 3 rechnet und dann mit der 17 multipliziert. Ja, aber der Computer kann Punkt vor Strich rechnen. Der weiß, dass dieses Sternchen, die Multiplikation bindet stärker. Das heißt, er rechnet jetzt erst 17 mal 42 aus und dann addiert er die 3 drauf. Vom Code ist es das Gleiche, aber wenn Sie den Code schön schreiben wollen, sodass Sie selber irgendwie sicher sein können, dass er das macht, was er soll, dann schreiben Sie das Ganze so hin. Und dann können Sie das ein bisschen betonen, in welcher Reihenfolge das sozusagen ausgerechnet wird. In beiden Fällen kommt das Gleiche raus, aber wenn Sie das so mit so ein bisschen Whitespace schreiben, dann ist es irgendwie klarer, was es bedeutet. Ja, das ist also Whitespace.